Sie hat ja eine gute Ausstrahlung. Ich hätte mir nicht gedacht, dass sie das beunruhigt, was sie mir dann mitteilte. Ich habe so böse Gedanken über andere Menschen, sagte mir die junge hübsche Dame. Ich weiß, dass es da vielen ähnlich geht. Und ich habe ihr gesagt, wie ich mit solchen Gedanken umgehe. Ich bete dann zum Beispiel und meistens sind die Gedanken dann weg. Oder wenn mein schlechtes Denken in mir wie zu einer Haltung wird, die meine Beziehung zu den Menschen trübt und natürlich damit auch die Beziehung zu Gott, dann ist das für mich wie eine Sünde und ich sage zu Jesus dem Auferstandenen, vergib mir diese Sünden. Das schenkt mir eine innere Freiheit. Ich danke allen, die mir geholfen haben, diesen Glauben zu finden. Dazu gehören für mich auch die ersten Jünger Jesu, die diesen Glauben der Nachwelt weitergegeben haben und somit auch die Lösung gegenüber dem Bösen und die Vergebung der Sünden weitergegeben haben. Und ich denke, das ist der erste Grund, warum Jesus der Auferstandene den Jüngern erscheint und zu ihnen sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben.